Herzen und Türmen. Vom Turm der Türme ein wunderbarer Ausblick. Türme verbinden Himmel und Erde und übernehmen wichtige Funktionen. Chicago, in Sachen Turmbau immer schon Trendsetterin. Und in Swissmade, Spurensuche in Swartz. Hoch und immer höher. Der alte Traum vom Turm verwirklicht sich stets von Neuem in Stahl und Beton. Zum Beispiel in Chicago. Hier sorgt der Aqua Tower bereits während seiner Entstehung für Schlagzeilen. Die Architektin Jeannie Gang hat diesen 255 Meter hohen Wohnturm entworfen. Dies ist unser erstes Hochhaus und es ist spannend zu sehen, wie es wächst. Bereits sind wir im 37. Stock. Am Schluss wird es 82 Stockwerke haben. Ich liebe das Bauen. Es ist der aufregendste Moment in der Architektur, wenn deine Entwürfe zur Realität werden. Vor einem Jahr zu dieser Zeit waren wir ein Loch im Boden. Aber jetzt geht es wirklich vorwärts. Alle drei Tage gießen wir ein neues Stockwerk. Und man sieht, wie es wächst, Woche für Woche. Schon wird die Verschalung zum Guss des nächsten Stockwerks hochgebracht. Die eingespielten Teams der Ironworker sind legendär. Sie sind die eigentlichen Erbauer der Turmstadt Chicago. Mit neuen technischen Hilfsmitteln wird präzis vermessen und dann von Hand geformt, was die augenfälligste Besonderheit des Aqua Towers ausmacht: die spielerisch gewählten Terrassen. Mit den Terrassen können wir den Außenraum nutzen. Normalerweise sind Hochhäuser geschlossen und haben höchstens einen winzig kleinen Balkon. Wir wollten aber, dass die Bewohner gleichzeitig die Fassade des Gebäudes und die Stadt bewohnen können und so den Blick über die Stadt genießen. Das Bauen in die Höhe hat die Menschheit schon immer fasziniert. Bis heute ist der Turm von Babel Synonym für Macht und das menschliche Streben nach dem Göttlichen. Türme symbolisieren die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Gleich wie hoch er ist, ein Turm eröffnet neue Perspektiven. Dabei geht es immer ums Sehen und Gesehenwerden. Türme ragen in die Höhe, man sieht sie aus der Ferne und sie ermöglichen den Blick in die Weite. Der gotische Leuchtturm von Bremerhaven ist Architekturdenkmal und Schifffahrtsinstrument in einem. Zusammen mit seinem kleinen Bruder bildet er ein Leuchtturmpaar, das Ober- und Unterfeuer Bremerhaven. Trotz Hightech-Navigation an Bord orientiert sich die Schifffahrt auf der Weser nach wie vor gerne an den zahlreichen Leuchtturmpaaren, die entlang der engen Fahrtrinne von der Mündung bis nach Bremen auch heute noch in Betrieb sind. Der Kapitän steuert das Schiff mit Hilfe einer Navigationskarte, die er an Bord mitführt, von einem Leuchtturmpaar zum nächsten. Sein Schiff ist auf Kurs und er kann das nächste Ober- und Unterfeuer anpeilen, wenn die beiden Lichter eines Turmpaares übereinander liegen. Die Leuchtturmspezialisten vom Wasser- und Schifffahrtsamt Bremerhaven sind schon früh unterwegs. Die Fahrt zum heutigen Einsatzort dauert 2 Stunden und bei Ebbe will man vor Ort sein. Über 400 Schifffahrtszeichen und 85 Leucht- und Richtfunktürme sichern den Schifffahrtsweg von der Weser in die Nordsee. Noch ist das Ziel in weiter Ferne. Das Beiboot bringt die Mannschaft so nah als möglich heran. Doch das letzte Stück durchs Watt muss zu Fuß zurückgelegt werden. Der Leuchtturm Hohe Weg ist der älteste Turm in der Weser. Bis vor 30 Jahren war er stets von 2 Turmwärtern bewohnt.
Heute erhält er durchschnittlich 3 bis 4 Mal pro Monat einen Besuch von den Wartungsteams, die Radar- und Lichtanlage instand halten. Der Weg hinauf zur Lichtanlage führt durch die einstigen Schlafzimmer der Leuchtturmwärter. Auf 29 Metern über dem Grund befindet sich das Feuer, wie es im Fachjargon heißt. Die sogenannte Gürteloptik ist mit 4 Halogenlampen bestückt. Beim Ausfall einer Birne kommt automatisch die nächste zum Zug. Damit es keine bösen Überraschungen gibt, werden die Lampen zudem nach 900 Betriebsstunden ausgewechselt. Okay. Die Lampen müssen präzise ausgerichtet sein, damit der Lichtkegel, der von der Optik aufs Meer hinausgeworfen wird, den Schiffen auch den richtigen Weg weist. Was einst die Aufgabe der Leuchtturmwärter war, macht heute der Computer. Die Lampe ist nur nachts in Betrieb. Dann leuchtet der weiße Lichtstrahl den Weg. Driftet ein Schiff in den roten oder grünen Sektor ab, muss es seinen Kurs korrigieren. Die optischen Feuer sind meiner Meinung nach weiterhin erforderlich, weil es das einzige Hilfsmittel ist, was ich ohne Bordstrom an Bord der Schiffe nutzen kann. Im Falle eines Stromausfalles fällt die moderne Technik aus. Ich muss mich dann verlassen können auf die optischen Hilfsmittel. Ursprünglich waren es Petrollampen, die für Licht auf den Türmen sorgten. Heute geht nichts mehr ohne elektrischen Strom. Die Anlage ist das Herzstück von Hoher Weg und muss auch regelmäßig kontrolliert werden. Nebst dem Feuer braucht vor allem der Radar, der seit 1962 auf dem Leuchtturm installiert ist, einiges an Energie. Gespeisen wird die Anlage über ein Seekabel. Das ist auch einer der undankbarsten Jobs. Ich muss mich mal einzollen. Nach vollendeter Arbeit wird's gemütlich. Schauen wir mal. Das Warten auf die Flut erlaubt eine kleine Pause in der Wohnküche des Turms, unter dem Konterfei seines Erbauers. Manchmal stehen auch mehrtägige Arbeiten an. Dann wohnen die Arbeiter auch wieder hier, fast wie einst die Leuchtturmwärter. Das Leben auf dem Leuchtturm, so kann ich ja nicht beschreiben, weil ich habe nur ein paar Tage draußen. Leben war ja so wie die alten Leuchtturmwärter, wenn die 4 Wochen oder 6 Wochen am Stück teilweise hier aufeinander waren. Das wäre mir vielleicht auch nicht mehr so recht, aber so ein paar Tage auf dem Leuchtturm, das ist wie Camping, würde ich mal sagen, von der Sache her. Man ist Wind und Wetter ausgesetzt, kann das nicht beeinflussen, muss man nehmen, wie es kommt. In der Zwischenzeit ist das Wasser zurückgekehrt und das Beiboot holt die Wartungsmannschaft direkt am Landesteg ab. In der Außenweser allein zurück bleibt der Leuchtturm Hoher Weg, wo er, wie seit über 150 Jahren, auch weiterhin den Schiffen den Weg weist. Vollgepackt mit Technik ist Deutschlands höchster Turm. Mit seinen 368 Metern überragt er die Stadt. Immer wieder taucht er auf und ist so eine willkommene Orientierungshilfe, nicht nur für den Fremden. Der Fernsehturm ist für mich ein Symbol von Berlin. Bin hier eigentlich groß geworden, im Fernsehturm. Meine Mutter, die hat hier seit Jahren schon ihren Job. Als kleiner Junge habe ich hier auch Weihnachtsfeiern gemacht. Und ja, irgendwann bin ich dann hier mit reingerutscht und habe diese Arbeit aufgenommen. Wir werden jetzt 40 Sekunden aufwärts fahren. 6 Meter pro Sekunde ist unsere Geschwindigkeit. Unser nächster Halt ist 203,78 Meter über Berlin, das Panorama. Bitte sehr. Danke. Dankeschön. 1969 erbaut, war der Fernsehturm von Anfang an eine beliebte Touristenattraktion. Von hier hatte man stets einen freien Blick über die damals geteilte Stadt. Kam der Alexanderplatz ja in die Mitte der Stadt und rundherum wurden natürlich auch viele Häuser gebaut. Das Prestigebauwerk der einstigen DDR thront über dem Alexanderplatz mitten in Berlin. Eine Attraktion in der imposanten Kugel war schon immer das Drehrestaurant. Heute ist die Speisekarte reichhaltiger als zu Zeiten der DDR. Und das Ganze dreht sich schneller. Aber auch der Blick hinunter bietet Neues.
Ich gucke auch immer gerne wieder raus, weil sich eben doch sehr vieles verändert in den letzten Jahren. Gerade in den grenznahen Gebieten, muss ich mal sagen, Brandenburger Tor, die Mauer ist ja weg. Da fragen immer noch viele Gäste nach, wo war denn die Mauer, kann man gar nicht mehr zeigen. Aber in diesen Bereichen, wo die Mauer mal stand, hat sich vieles verändert. Potsdamer Platz, das fahren wir hier gleich, kann ich Ihnen vielleicht gleich mal von hier oben zeigen, wo diese ganzen Hochhäuser stehen. Das ist der Potsdamer Platz, das muss man sich vorstellen, da war früher gar nichts. Es war einfach Niemandsland und da hat sich ja doch in den letzten 10, 15 Jahren fast eine City für sich entwickelt. Vom Turm über der Stadt in die Stadt der Türme. Chicago ist nicht nur ein Freilichtmuseum in Sachen Hochhausarchitektur. Chicago ist auch die Geburtsstadt der Wolkenkratzer. 1871 ist ein wichtiges Datum in der Geschichte von Chicago. Dem großen Brand fiel damals die ganze Innenstadt zum Opfer. Eine Fläche von über 10 Quadratkilometern. Viele Häuser waren aus Holz gebaut. Von den 300.000 Einwohnern wurde ein Drittel obdachlos. In der Folge kommen Ingenieure und Architekten von überall her, um die Stadt neu zu bauen. Zu dieser Zeit werden neue Konstruktionsmethoden entwickelt. Wir lernen höher zu bauen und 1884 haben wir das erste Stahlskelettgebäude. Nur 10 Stockwerke hoch. Für 1884 ist das aber außerordentlich hoch. Mit ihren ersten Hochhäusern aus Stahl begründeten die Architekten in Chicago einen neuen Baustil. Bis Mitte der 20er Jahre prägten die klar strukturierten Fassaden der Chicagoer Schule, welche die Stahlkonstruktion erkennen ließen, den Hochhausbau. Ab Mitte der 1920er Jahre, mit dem Aufkommen des Art-Deco-Stils, wurden die Häuser dann auch immer höher. Diese neue Generation von Wolkenkratzern zelebrierte den wirtschaftlichen Reichtum und die Macht ihrer Besitzer. Da war immer dieser Wunsch, höher und höher zu gehen, höher zu sein als der Nachbar. Und dann wollte man auch verhindern, dass einem jemand die Sicht verbauen konnte. Deshalb hat das Tribune-Hochhaus zum Beispiel einen großen Vorplatz. So bleibt die Sicht erhalten. Eine modernere Geschichte dieser Art, als das John Hancock Center 1969 gebaut wurde, war es das höchste Gebäude von Chicago. Dann wurde das AON gebaut, 3 Meter höher, sodass es für 2 oder 3 Jahre das höchste war, bis der Sears Tower kam. Mit seinen 442 Metern ist der Sears Tower auch heute noch das höchste Gebäude der USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Hochhausbau rasant. Damit veränderte sich auch die Skyline von Chicago. Ein Highlight aus dieser Zeit ist das John Hancock Center von Fazlur Khan mit einmaliger Aussicht über den Michigansee. Hier in Hancock oder in dem Sears Tower in Chicago sehen, waren die Kulminationspunkte der tragwerksplanerischen, der ingenieurmäßigen Entwicklungen. Es hat im Bereich der Gebäudeenergetik, der Sustainability, der Nachhaltigkeit, sträflicherweise auf der ganzen Welt überhaupt keine Entwicklung gegeben, sporadisch ganz, ganz wenig. Jetzt seit 2 Jahren setzt es auf breiter Basis ein. Das heißt, die einzigen großen Fortschritte im Hochhausbau fanden im Bereich der Fassade statt, wo man zu immer transparenteren Strukturen, die gleichzeitig noch ein vernünftiges energetisches Verhalten haben, gekommen sind. Ein eleganter Eingang und transparente Fassaden zeichnen den Wohnturm von Werner Sobeck und Herbert Jahn aus. Schon vor der Fertigstellung waren die meisten der 227 Wohnungen verkauft. Nicht zuletzt, weil die Preise für die zentrale Wohnlage relativ günstig waren. Ein Penthouse mit 3 Schlafzimmern und einer Fläche von rund 300 Quadratmetern war ab $2 Millionen im Angebot. Dieses Gebäude ist ein Apartmentgebäude, das sich aus architektonischer Sicht durch seine große Einfachheit auszeichnet. Man hat es sehr puristisch gestaltet. Es gibt kaum noch verkleidende Elemente und das ist eigentlich das Besondere, weil das stellt etwas dar, was man in Chicago in den vergangenen 20 Jahren nicht geplant hat. Wir begrüßen das, das hat auch etwas zu tun mit recycelbarem Bauen etc. Aber es ist natürlich schon ein Trendumschwung, den man hier eingeläutet hat, allerdings mit großem Erfolg.
Eine Trendsetterin in Chicago ist auch die einheimische Architektin Jeannie Gang. Ökologie und innovatives Design stehen bei ihr ganz oben auf der Prioritätenliste. Lösungen, auch für Details am großen Bau, werden im Team erarbeitet. Wie hier zum Beispiel die Gestaltung von Terrassengeländern für den Aqua Tower. Der Turm ist ein spannender Gebäudetypus. Es gibt noch sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten. Man merkt, dass auf diesem Gebiet bisher nicht viel geforscht worden ist und dass noch viele Bereiche erkundet werden können. Der Aqua Tower war Jeannie Gangs erster Turm. Seither sind weitere Hochhausaufträge eingegangen. Eine besondere Herausforderung bei diesen Projekten ist der große Maßstabunterschied zwischen Modell und Muster und dem Endresultat. Bei einem Hochhaus ist es sehr schwierig vorauszusagen, wie das Material auf Distanz wirken wird und wie jede einzelne Bewegung, die man mit dem Design macht, vom Boden aus gesehen wird. Beim Aqua verwenden wir zwei verschiedene Sorten Glas. Heute habe ich gesehen, wie sich daraus ein bewegtes Muster ergibt. Manche reflektieren die Wolken, andere sind durchsichtig. Das Ganze wirkt sehr flüssig. Es ist sogar besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Deshalb macht Architektur solchen Spaß. Doch Hochhäuser sind auch umstritten. Vor allem in Europa begegnet man den Wohn- und Geschäftstürmen mit Skepsis. Für den Philosophen Thierry Paco sind sie anti-urbane Elemente. Der Turm ist eine Sackgasse nach oben. Wer in eine Stadt spaziert, kann sich in eine Sackgasse verirren. Das hat vielleicht seinen Charme, ist aber gleichzeitig limitierend. Man muss umkehren. Beim Turm fällt es sich gleich, nur in der Vertikalen. Einmal unter dem Dach angekommen, muss man wieder zurück. Ist man wieder unten, hat es keinen Brunnen, keine Statue, keinen Dorfplatz, keinen Baum. Es hat nichts von dem, was die einmalige Qualität einer Stadt ausmacht, nämlich, dass sie Begegnungen von Mensch zu Mensch ermöglicht. Ich komme immer wieder auf die Symbolik zurück, denn schließlich sind wir Erdbewohner, wir müssen die Füße auf dem Boden haben. Auf einem Schiff werden wir seekrank. Das ist der beste Beweis dafür, dass wir wirklich dem Boden verhaftet sind. Auf einem Turm oben zu sein, ist angenehm für eine Hotelnacht oder um die Aussicht zu genießen. Aber Leben auf dem Turm bedeutet eine radikale Veränderung der Lebensweise. Heute lebt die Hälfte der Menschheit in Städten. Zudem werden Boden und Energie immer knapper. Vor diesem Hintergrund sehen viele im Bau von Hochhäusern eine ökologische und ökonomische Notwendigkeit. Wenn man Flächen sparen will, und ich würde das Thema tatsächlich empfehlen, dass man das wirklich sehr ernst nimmt, kommen wir um Hochhausstrukturen nicht herum. Im Institut für Städtebau haben wir mal so eine Untersuchung gemacht. Und da kam raus, dass es zehnmal so teuer ist für die Allgemeinheit, wenn Einfamilienhäuser gebaut werden, als wenn eben verdichtete Blockbebauung gemacht wird. Und beim Hochhaus kann man dann sich ausrechnen, dass es noch entsprechend günstiger ist. Blockbebauungen und Hochhäuser sind aber nicht per se antiurban und trostlos. Ganz im Gegenteil, sagt Christoph Langhoff, der in seinen Hochhausentwürfen die ästhetischen Grundregeln immer wieder neu definiert. Eine Einheit in der horizontalen und sieben Einheiten in der vertikalen. Wenn man ja etwa diese Proportion hat, dann wirkt ein Stab oder ein Turm, ein aufgehender, nach oben strebender Stab eben elegant. Zweitens ist es wichtig, die Perspektive nach oben zu beherrschen. Das heißt, das Gebäude muss zumindest scheinbar sich nach oben verjüngen, sodass es eben mehr Dynamik nach oben entwickelt. Es darf eben nicht sitzen oder schwer nach unten drücken, sondern es muss nach oben schweben. Das ist sehr schwierig zu machen. Insofern hat es einen großen Reiz für Architekten, das hinzukriegen, das zu schaffen. Und wenn man sich in der Welt die Hochhäuser anschaut, die meisten sind ja protestlich. Insofern kann man ja sehen, dass es nicht so einfach ist. Wenn es so einfach wäre, würden viel mehr wunderschöne Gebäude dieser Art herumstehen. Die größte Herausforderung beim Bauen in die Höhe ist der Wind.
Damit ein Hochhaus stabil ist, muss es auch flexibel sein, um die Windkräfte dynamisch aufzunehmen. Das hat seine Tücken. Der Mensch fühlt ja nicht, ob das Hochhaus um einen Meter schräg steht oder zwei. Ein Meter ist eine vollkommen normale Größenordnung bei einem Haus mit 500 Meter Höhe. Der Mensch spürt auch keine Geschwindigkeit, also eine gleichförmige Bewegung, sonst würden wir alle im Zug Angst haben. Aber die Änderung der Geschwindigkeit, das heißt, wenn das Haus aufhört in die eine Richtung und dann zurück in die andere Richtung schwingt, diese, wir sagen Beschleunigung, die muss ganz präzise vorausberechnet werden, sonst fühlen sich die Menschen nicht wohl. Und bei Häusern wie diesen und höheren, Häusern mit einem hohen Schlankheitsgrad, wird die Berechnung dieser Beschleunigungen relativ kompliziert, weil es da viel zu berücksichtigen gilt, was die meisten eigentlich nicht kennen. Insofern gibt es auf der Welt, würde ich sagen, nicht mehr als 10 Ingenieurbüros, vielleicht 12, die profund ein Haus mit 400 Meter Höhe und höher berechnen können. Der Burj Dubai, aktuelles Prestigeprojekt Nummer 1 im Turmbau, erreicht eine Höhe von rund 800 Metern. Damit sei man in einer neuen Ära angekommen, sagt jener Mann, der das höchste Gebäude der Welt berechnet hat. Die Baustelle für den Burj Dubai ist wie eine vertikale Fabrik. Man hat spezielle Verschalungen, dort kommen Baustahl und Beton hinein, dann öffnen sich die Verschalungen wieder und ziehen sich selber hoch. So geht das weiter, Stock für Stock. Damit kann ein Gebäude recht schnell gebaut werden. Solche Technologien hatte man noch nicht zur Verfügung, als die Hochhäuser aus Stahl gebaut wurden. Diese neuen Möglichkeiten unterscheiden die aktuelle Hochhausepoche von denjenigen zuvor. Chicago Skyline wird seit den 1930er Jahren maßgeblich vom Büro Skidmore, Owings & Merrill mitgeprägt. Heute ist das Know-how der Hochhausspezialisten aus Chicago weltweit gefragt. Ein wichtiges Thema bei der Berechnung von Gebäuden ist die Erdbebensicherheit. Allerdings wirken die hochfrequentigen Erdstöße bei niedrigen, kompakten Bauten viel zerstörerischer. Ein hohes Gebäude ist von seiner Bauweise her sehr elastisch. Bei einem Beben bewegt es sich zwar, aber es nimmt die Wellen nicht auf, weil es so biegsam ist. Wenn wir uns die Kurven eines Erdbebens anschauen, sehen wir, dass bei hohen Frequenzen große Kräfte freigesetzt werden. Je langsamer die Frequenz, desto geringer die Kraft. Der Burj Dubai zum Beispiel hat eine Schwingungsperiode von 11 Sekunden. Das ist sehr langsam. Die meisten Erdbeben können nur bis zu einer Frequenz von 4 Sekunden erfasst werden. Der Burj Dubai ist sehr beweglich. Trotz massivem Feuerschutz bereits beim Bau kommt es auch in Hochhäusern immer wieder zu Bränden, die aber in einer Stadt wie Chicago dank Erfahrung und Prävention kaum je dramatische Folgen haben. Wenn jemand in einem Hochhaus die Nummer 911 wählt, schicken wir 58 Mann mit 10 Löschapparaten. Dies, weil wir aus Erfahrung wissen, dass wir bei einem Brandfall in einem oberen Stockwerk eines Hochhauses so viele Leute brauchen, um die notwendige Logistik und Infrastruktur hinaufzubringen. Wenn man uns ruft, wissen wir aus unseren Unterlagen recht gut Bescheid darüber, was uns vom Gebäude her erwartet. Was wir oft nicht wissen, ist, wie sich die Leute verhalten werden. Training, Prävention und Informationsarbeit sind deshalb Schlüsselfaktoren für unsere Arbeit, damit die Leute wissen, was sie tun müssen. In einem Wohnhochhaus sollte man bleiben, wo man ist, wenn man sich nicht gerade mitten im Feuerherd oder Rauch befindet. Denn im Haus ist man geschützt durch all diesen Beton, durch die feuersicheren Türen. In der Wohnung schützen dich Betondecke, Betonboden, die Wände. In einem Geschäftshaus hingegen ist in der Regel das Beste, die Leute aus der begrenzten Gefahrenzone in einen sichereren Teil des Gebäudes hinunterzubringen. Auch dort macht es keinen Sinn, das ganze Gebäude zu räumen und Tausende von Leuten hinunterzuschicken. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York sagten viele das Ende der Hochhaus-Ära voraus. Doch davon ist heute nichts mehr zu spüren. Donald Trump baut in Chicago seinen neuesten Luxustower. In den unteren Geschossen ist das Hotel bereits in Betrieb.
während 350 Meter weiter oben auf der Baustelle schwer gearbeitet wird. Der Trump Tower Chicago ist der kleine Bruder des Burj Dubai. Nicht nur, weil er den gleichen Vater hat. Bereits überragt er auch die Nachbarschaft und bildet einen neuen Peak in der Skyline von Chicago. Wir sind hier im 84. Stock. Bis zum 92. haben wir also noch ein paar Stockwerke zu bauen. Er wird das zweithöchste Gebäude Chicagos und damit auch das zweithöchste Gebäude der USA sein. Wir kommen auf eine Höhe von 415 Metern. Es wird also recht hoch. Solche Aussichten verkaufen sich gut. Das Wettrennen um die Superlative geht aber weiter. Die Fundamente sind bereits im Boden. Hier wächst demnächst der Chicago Spire in die Höhe. Die Luxuswohnungen im futuristischen, 600 Meter hohen Wohnturm, entworfen vom spanischen Architekten Santiago Calatrava, sind begehrt. Das Penthouse kostet 40 Millionen Dollar. Der Chicago Spire, ein neuer Höhepunkt in der Turmarchitektur. Und trotzdem nicht absolut top. Der Turm aller Türme steht in Paris. Der Tour Eiffel ist l'image d'une tour, mais en même temps c'est une tour. Der Eiffelturm entspricht dem klassischen Bild eines Turms. Gleichzeitig ist er ein sehr spezieller Turm, weil er vollkommen nutzlos ist. Mir gefällt er, weil er keinen anderen Zweck hat, als dem Besucher die Gegend von Paris zu zeigen. Schon bei der Eröffnung im Jahr 1889 begeisterte diese neue Perspektive Besucher aus nah und fern. Seither wiederholt sich morgen für morgen das gleiche Ritual. Die Zahnräder der historischen Liftanlage müssen täglich frisch gefettet werden. Es braucht einiges an Geschicklichkeit, um an die wichtigen Stellen heranzukommen. Henri Pellier ist in Eile. Er hat nur eine knappe Stunde Zeit. Denn wenn die ersten Besucher kommen, muss alles bereit sein. Zum frühmorgendlichen Programm gehört auch eine Probefahrt, auf der er den Turm ganz für sich allein hat. Die Kabine wird mit Hilfe einer ausgeklügelten hydraulischen Anlage hochgezogen. Der Kolben des Antriebswagens bewegt sich während des Betriebs fast ununterbrochen hin und her. Über Kabel ist er mit einem Gegengewicht und der Kabine verbunden und befördert so seit über 100 Jahren die Menschen in die Höhe. Am Eiffelturm herrscht immer Hochbetrieb. Heute lockt dieses Denkmal der Ingenieurskunst jährlich rund 7 Millionen Besucher. 300 Meter ragt der Turm in die Höhe. Zusammengehalten von 2,6 Millionen Nieten. Gebaut als Eingangstor für die Weltausstellung von 1889, war das Projekt des französischen Ingenieurs Gustave Eiffel damals allerdings äußerst umstritten. Là, il y a un débat. Es gab eine heftige Debatte. Berühmte Schriftsteller, Fotografen, Maler, Gelehrte und Künstler, darunter viele, die keineswegs konservativ dachten, bekämpften das Projekt. Sie wollten ein stärkeres Symbol. Ein Museum oder eine Oper. Aber nicht diesen Turm, der schließlich nur gebaut werden konnte, weil die Befürworter versprachen, ihn nach der Weltausstellung wieder abzureißen. Les promoteurs ont dit, ce sera éphémère. Rassurez-vous, on va le démolir. Nun, der Eiffelturm steht immer noch. Und vielleicht ist es gerade seine Nutzlosigkeit, die ihm diese Ausstrahlungskraft verleiht. C'est peut-être son inutilité qui fait qu'elle a cette force. Der Eiffelturm vereinigt in sich alle Eigenschaften und Superlative, die wir gemeinhin mit Türmen verbinden.
Er ist ein Denkmal der Ingenieurskunst. Ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt und damit auch eine sprudelnde Einnahmequelle für seine Besitzerin, die Stadt Paris. Touristen auf dem Eiffelturm geben jährlich über 50 Millionen Euro aus. Jenen, die ihn erklimmen, eröffnet der Eiffelturm neue Perspektiven. Er ermöglicht den Blick in die Weite. Eine einzigartige Symbolkraft geht von diesem Bauwerk aus, das schon allein durch seine Existenz über sich hinausgewachsen ist. Der Eiffelturm ist längst viel mehr als ein viel bewundertes technisches Meisterwerk aus Eisen und Stahl. Er ist zu einer unendlichen Projektionsfläche geworden für die Träume der Menschen aus nah und fern. Sie sahen von Wolkenkratzern und Türmen. Und jetzt in Swissmade Spurensuche in Swartz. Swartz im Engadin, einst das San Gimignano der Alpen. Alte Engadinerhäuser im Dorfkern, wie man sie heute kennt und liebt. Doch viele dieser Mauern verbergen ein Geheimnis. Denn vor 1499, als die Bewohner ihr Dorf in Brand steckten, damit es dem Feind nicht in die Hände fiel, sah es hier ganz anders aus. Damals war der Planterturm ein Turm von vielen im Dorf. Doch auch andere sind heute noch da, gut versteckt. Eingebaut in die Häuser sind sie nur für Eingeweihte sichtbar. Einer allerdings wurde nun zu neuem Leben erweckt. In der Chiesa Maddalena fand man beim Umbau Spuren von zwei zugemauerten Turmeingängen aus dem Mittelalter. Gemeinsam mit den neuen Hausbesitzern folgte der Architekt und Mittelalterspezialist Hans-Jörg Ruch der Spur des 10x10 Meter großen und rund 16 Meter hohen Turms und schälte ihn aus seinem jahrhundertealten Kleid heraus. Wir wussten um die Existenz dieses Turmes, also es ist nicht so, dass wir jetzt diesen Turm entdeckt haben. Der ist im Inventar der Denkmalpflege ist er ganz klar aufgeführt. Aber er war nur in ganz kleinen Teilen war er überhaupt sichtbar. Es hat da und dort ein Fragment gehabt, wo man diese Mauer so sehen konnte. Und der Rest, der war völlig verbaut. Heute sucht in der als Galerie genutzten Chiesa Maddalena moderne Kunst den Dialog mit den alten Mauern des einstigen Wohn- und Wehrturms. Swartz, muss man sich vorstellen, hat ausgesehen wie San Gimignano, natürlich ein bisschen kleiner in der Dimension. Das waren 25 bis 30 Bolzen, die da in der Landschaft standen, monolithische Bauwerke, Einraumbauten, Raum über Raum aufgeschichtet. Und man muss sich auch vorstellen, dass dann im Zwischenraum waren dann die kleineren Bauten für das Vieh, für das Getreide. Aber das Bild, das muss unglaublich gewesen sein. Wir befinden uns hier im Innern des Turms, und zwar im obersten Geschoss. Und in diesem Loch drin haben wir einen verkohlten Balkenteil gefunden, der datiert werden konnte mittels Dendrochronologie, das heißt mittels Jahrringanalyse. Und das Felldatum dieses Holzstückes
ist das Jahr 1304. Also was wir hier sehen, ist der Hocheingang, der zu Kriegszeiten benutzt wurde. Zwischen diesem Turm und dem Nachbargebäude, das war eine Doppelturmanlage, hat es eine Gasse gehabt von ca. 3,5 Meter Breite. Und die Leute sind da hinausgestiegen und 15 Meter hinuntergeklettert. Man kann sich vorstellen, dass das doch einigen Mut gebraucht hat. Besonders in diesem Raum sieht man, der ganze Spannungsbogen von 1304 bis heute ist vorhanden. Wir haben die alten Mauern, 700 Jahre alt, wir haben ein 500 Jahre altes Gebälk, wir haben zwei Generationen Schindeln, eine vielleicht 250 Jahre alt, die andere 150 Jahre alt. Wir haben dann den neuen Boden, das Holz kommt aus den gleichen Wäldern wie das alte Gebälk und wir haben die zeitgenössische Kunst. Da habe ich eine interessante Begegnung gehabt mit dem Künstler Karl André. Ich habe ihm erzählt, dass ich mit dem Spannungsbogen arbeite zwischen alt und neu. Und er hat mir dann gesagt, it's not tension, it's harmony.